Yo, servus und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Battle Sevilla Karriere. Und wir gehen heute weiter voran in Richtung Saisonende und wahrscheinlich auch Karriereende. Denn ich habe mich dazu entschieden, die Karriere nach der ersten Saison auch direkt wieder zu beenden. Ich glaube nicht, dass ich eine zweite dranhängen werde. Einerseits aus zeitlichen Gründen, andererseits, weil ich nicht mehr so wirklich Lust darauf habe. Und außerdem, die Gladbach-Karriere ist mir dann wichtiger und die muss ich natürlich auch noch zu Ende bringen. Aber an dieser Stelle gibt es eine kleine Planänderung, denn ich habe mich dazu entschieden, die letzten paar Spiele dann doch noch in zwei Folgen aufzuteilen. Wir sehen heute auf jeden Fall beide Arsenal-Spiele in der Europa League im Halbfinale und wir werden gegen Eibar mal simulieren. Das wäre es dann auch für diese Folge dann heute, denn ich habe zeitlich nicht gerade viel Zeit. Ich habe noch ein bisschen was neben YouTube so zu tun und da habe ich mir dann exakt das gedacht, dass wir das so machen werden. Dann gibt es den Rest dann in der nächsten Folge und wahrscheinlich auch in der letzten Folge dann. Also die nächste dürfte die letzte sein in dieser Karriere. Wir haben ja noch so ein paar Entscheidungen vor uns. Natürlich Arsenal in der Europa League, wir können ins Finale kommen. Wir sind im Copa de España gegen Real Madrid sind wir da. Und rein technisch gesehen könnten wir sogar noch Meister werden in der spanischen Liga, also in der La Liga, wie auch immer. Und da wollte ich nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen, denn wir sind Zweiter, wir haben 4 Punkte Rückstand auf Barca bei verbleibenden 3 Spielen, also das ist alles noch möglich. Wir könnten rein theoretisch auch noch Dritter werden mit viel Pech und vor allem, weil wir auch noch gegen Real selber spielen, also da könnten wir Punkte verlieren tatsächlich. Aber wir sind auf jeden Fall Dritter. Noch weiter nach unten geht es nicht, dafür ist Atletico Madrid einfach zu weit weg. Das heißt, der Champions League Platz wäre safe, das ist schon mal etwas, womit man arbeiten könnte, wenn man weitermachen würde, aber das ist nicht der Fall. Ansonsten müssen wir noch in dieser Folge natürlich nach unten gucken, auch wenn wir nur ein Ligaspiel haben in dieser Folge, aber trotzdem muss man natürlich auch nach unten gucken, denn der Abschiedskampf natürlich auch sehr spannend ist und unser Rivale da mitten ist mit dem FC Sevilla. 15. hat gegen uns in der letzten Folge auch verloren mit 2-1, danach gab es dann ein paar Siege, also die haben sich da rausgekämpft von Platz 19 raus oder so, auf jeden Fall sehr interessante Geschichte, die da unten passiert. Aber ja gut, so sieht's halt aus. Wir werden jetzt auch sofort in die Ausstellung gehen für das Spiel gegen den FC Arsenal im Hinspiel und uns natürlich eine gute Ausgangsposition herausholen. Und beginnen werden wir mit Paul Lopez im Tor, dann geht es weiter mit Firpo, Batra, Mandy und Emerson. Balagan hat sich ja in der letzten Folge einen Kreuzbandriss zugezogen, der fällt für 7 Monate aus, der ist raus. Dann geht es weiter mit Canales, Guardado ersetzt den ebenfalls verletzten Carvalho, der ist auch raus für 2 Monate. Mit einem Achillessehnenriss müsste es gewesen sein und Lo Celso spielt daneben. Dann haben wir dann ganz vorne Teo, Sanabria und Linus, mit dem wir dann versuchen werden, Arsenal irgendwie zu schaden. Europa League Halbfinale Hinspiel, Betis Sevilla gegen den FC Arsenal im Estadio Benito Villamarín und es verspricht doch sehr viel. Im Fokus Mesut Özil von den Gunners mit 6 Toren in dieser Europa League Saison, einer der gefährlicheren bei den Gunners. Natürlich nebenbei auch noch Aubameyang in der Startaufstellung, wie man sehen kann, aber dazu dann gleich mehr. Und hier ist die Aufstellung der Gunners mit Wernlehn im Tor. CDB haben wir dann da. Mustafi, Sokratis, Kolasinac, Elneny, Torreira, Brahimi, Özil, Mkhitaryan und ganz vorne Pierre-Emerick Aubameyang. Und das ist schon eine gefährliche Elf. Und dann geht es auch los. Betis Sevilla in Halbzeit 1 von links nach rechts in den grün-weißen Trikots gegen die etwas dunkler gekleideten Gunners. Teo gegen CDB, Flanke Richtung Mitte und da ist die erste Möglichkeit für Giovanni Lo Celso per Kopf nach einer Flanke von der linken Seite. Steigt er höher als Torreira, aber sein Kopfball mit zu viel Druck geht über den Kasten. Elneny, Özil mit Brahimi, wieder Özil! Erste Chance auf der anderen Seite für die Gunners, aber Paul Lopez ist zur Stelle. Starke Grätsche von Kolasinac, aber Emerson schnappt sich die Kugel. Nimmt jetzt Canales mit. Sanabria in den Lauf für Teo. 1:0 Betis Sevilla. Berlino guckt vertrippelt, weil die Gunners hier an dieser Stelle einfach zu passiv sind. Zuerst mal ganz stark, wie Emerson den Ball erobert. Dann geht es über die Mitte mit Canales, Sanabria und der
hat dann Theo gesehen, der völlig frei ist. Und der zielt ab und bringt die Kugel an Leno vorbei zum 1:0. Führung geht in Ordnung. Özi mit Aubameyang. Aubameyang und der erste Abschluss in Halbzeit 2 gehört den Gunners, aber Paul Lopez ist da, wo man die braucht. Macht dann die Torwartecke zu. Auf Sanabria. Da ist ein bisschen Platz für Theo. Gegen CDB. Flanke von Theo am zweiten Pfosten des Leines. 2:0 Betis Sevilla. Starkes Spiel über die linke Seite. Theo mal wieder am Tor beteiligt. Und der schlägt die Flanke am zweiten Pfosten, der da auf Leines wartet. Der völlig frei ist, der komplett vergessen wurde von Arsenal. Niemand bei ihm und der bringt den Ball über die Linie. 2:0 Betis Sevilla. Und das war's. Betis Sevilla gewinnt das Hinspiel in der Europa League im Halbfinale gegen den FC Arsenal mit 2:0. Und erarbeitet sich eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Kein Auswärtstor kassiert, selber 2 gemacht. Das wird eine schwierige Aufgabe für den FC Arsenal, das umzudrehen. Und im Allgemeinen ist es auch in Ordnung, dass das Spiel von Betis Sevilla gewonnen wurde. Der Verlauf zeigte, dass Betis Sevilla einfach die bessere Mannschaft war und der FC Arsenal ein bisschen unter ihren Erwartungen gespielt hat. Mal sehen, wie das Rückspiel läuft. Und bevor wir gegen Eibar simulieren, gehen wir nochmal ganz kurz hier die Champions League und Europa League durch. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich das Achtelfinale in der Champions League schon gezeigt habe, aber ihr seht es ja an dieser Stelle dann eben noch einmal. Ich werde jetzt aber nicht genau drauf eingehen. Im Viertelfinale gehe ich dann aber genau drauf ein. Der FC Liverpool gewinnt 3:1 gegen Olympique Lyon, setzt sich dadurch. Inter verliert knapp gegen den FC Barcelona mit 3:2. Der FC Bayern München mit einem 3:2-Sieg gegen Juve. Und Manchester City siegt auch knapp mit 2:1 gegen Atletico Madrid. Im Halbfinale steht es nach den Hinspielen 1:1 zwischen Barcelona und den Bayern. Und bei der anderen Partie im englischen Duell Manchester City mit einem 2:1-Sieg gegen Liverpool. Und dann mal gucken, wie es dann im Rückspiel so aussehen wird. In der Europa League sieht es nach den Hinspielen so aus. PSG und Olympique Marseille trennten sich 2:2. Die bessere Ausgangsposition hat Olympique Marseille durch die Auswärtstore. Aber mal gucken, wie das dann im Rückspiel so sein wird. Und natürlich Betis Sevilla mit einem 2:0-Erfolg gegen den FC Arsenal. Da sieht es auch derzeit nach einem Erfolg der Spanier aus. Und dann geht es jetzt in den 36. Spieltag, den wir gewinnen müssen, weil der FC Barcelona ihr Spiel gewonnen hat. Lorient mit dem 1:0. Auf der anderen Seite verletzt sich Garcia. Gute Besserung an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt hier nicht gewinnen sollten, dann war es das mit der Meisterschaft. Alvarez mit dem 1:1-Ausgleich, kurz vor letzter Pause. Firpo mit der erneuten Führung, nach einer guten Stunde. Werden wir gleich nochmal drauf eingehen, aber der FC Sevilla, der steht gerade Leganes mit 4:0, währenddessen wir unsere Meisterschaftshoffnungen noch am Leben halten. Und dann noch eine Trainingsverbesserung. Malasia verbessert sich auf eine 76. Und seitdem wir Balagan halt nicht mehr haben, spielt der teilweise auf der Rechtsverteidigerposition. Und wenn ich weitergemacht hätte, hätte ich mir tatsächlich auch keinen Rechtsverteidiger gekauft, weil Valencia das auch noch kann. Also da hatten wir oder haben wir derzeit einfach keine Probleme, ehrlich gesagt. Das Rückspiel steht an, aber vorher noch die Tabelle in der Liga. Und da sieht es so aus. 2 Spiele noch offen, 6 Punkte zu holen. Barca mit 81, Betis Sevilla mit 77. Und das sind nach wie vor 4 Punkte Rückstand, die aber noch einzuholen sind. Huesca und Real Madrid sind die Gegner von Betis Sevilla. Barca spielt gegen Getafe und Eibar, also das sind auch machbare Gegner. Und Real Madrid 5 Punkte noch dran, also derzeit könnten wir immer noch Dritter werden, rein theoretisch. Und wir spielen auch noch gegen Real Madrid selber, also ja, wenn wir gegen Huesca gewinnen sollten, dann haben wir uns den zweiten Platz auf jeden Fall schon mal sicher verdient. Ob dann vielleicht die Meisterschaft noch drin ist, das wird sich dann zeigen, aber es ist trotzdem eine bärenstarke Saison von uns. Und dann sind wir auch beim Rückspiel angekommen, gegen den FC Arsenal, Hinspiel 2:0. Und so sieht dann die Ausstellung für das Spiel aus. Lopez im Tor, Firpo, Bartra, Mandi, Emerson, Canales, Guardado, Lo Celso, Theo, Sanabria und Leines. Oder anders gesagt, keine Änderung im Vergleich zum Hinspiel. Und damit gehen wir dann in die Partie gegen den FC Arsenal. Rückspiel im Halbfinale der Europa League zwischen den FC Arsenal und Betis Sevilla. Das Hinspiel ging 2:0 an die Spanier. Und damit hat der FC Arsenal eine sehr schwere Ausgangsposition für das Rückspiel ergattert. Denn wenn man in die Verlängerung kommen muss oder möchte, dann muss man hier mindestens 2:0 gewinnen. Ein Auswärtstor zu bekommen wäre ganz schlecht aus Sicht der Gunners.
Und hier ist die Ausstellung vom FC Arsenal. Und Unai Emery schickt die gleiche Elf wie aus dem Hinspiel ins Spiel. Leno, CDB, Mustafi, Sokratis, Kolasinac, Torreira, Elneny, Mkhitaryan, Özil, Brahimi und Aubameyang. Wie schon gesagt, gleiche Elf wie aus dem Hinspiel. Und dann beginnt die Partie, der Schiedsrichter angepfiffen für Arsenal in Rot und Weiß gegen die dunkler gekleideten Gäste aus Sevilla. Aubameyang stark durchgesteckt für Özil. Doppelpass mit Aubameyang, der legt den Ball nochmal ab für Elneny. Und der spielt den Ball zurück für Özil. Die erste Chance nach gut 5 Minuten für die Hausherren, die auch was tun müssen, wenn sie hier weiterkommen möchten. Canales auf Sanabria. Aus der Drehung der erste Schussversuch von Betis Sevilla nach gut 20 Minuten. War kein schlechter Versuch, geht auch knapp am Tor vorbei. Mit Lo Celso und Guardado im Zusammenspiel, der steckt den Ball durch für Sanabria. Sanabria! Wieder versucht er den Ball ins Tor zu stänzen, aber diesmal ist Leno zur Stelle. Kurz vor der Halbzeitpause vielleicht nochmal die Möglichkeit, die Führung zu gehen. Torreira, Elneny, ganz viel Platz für Aubameyang. Er legt den Ball nochmal ab für Mkhitaryan. Und Paul Lopez verändert hier den einzelnen Rückstand. Da war ganz viel Platz für Aubameyang, der hätte auch abziehen können, aber entscheidet sich dann nochmal den Pass zu spielen auf Mkhitaryan und der scheitert dann Lopez. Aubameyang, nochmal Brahimi! 1:0 Arsenal! Mit der letzten Möglichkeit in dieser ersten Hälfte gehen die Gunners in Führung. Weil Betis Sevilla hier nach dem Eckball den Ball nicht geklärt bekommt und dann wird das Ganze bestraft durch Brahimi, der da auch viel zu viel Platz hat, dann abzieht und den Schlenzer bringt. Der Ball geht an Lopez vorbei ins Netz und der FC Arsenal lebt wieder. Eines. Starker Ball über die Abwehr für Sanabria. Sanabria! Und er versucht es, scheitert an Leno. Betis Sevilla befreit sich. Guardado, starker Ball auf Lines. Über die Mitte. Canales legt den Ball weiter. Der legt den nochmal rüber für Lo Celso. Der legt den nochmal quer. Latte Teo. Richtig guter Angriff von Betis Sevilla. Und das Ding hätte auch ein Tor verdient. Aber der Querbalken, der verhindert den Ausgleich. Und das war's. Betis Sevilla ist im Finale der Europa League. Trotz einer 1:0 Niederlage auswärts reicht es nicht für den FC Arsenal hier nochmal irgendwie in die Verlängerung zu kommen. Sie haben alles gegeben, aber am Ende war es dann zu wenig. Sie gewinnen ja auf jeden Fall verdient. Sie waren besser, haben es aber verpasst, halt das 2:0 zu machen und dementsprechend verliert man in der gesamten Partie mit 2:1. Dann kann man sich dahinter fragen, ob das im Hinspiel nicht deutlich zu wenig war. Betis Sevilla hat hier im Rückspiel dafür aber kein gutes Spiel gemacht, ehrlich gesagt. Und die Parallelpartie zwischen PSG und Olympique Marseille geht an Paris, also an PSG. Die gewinnen dann mit 3:2 und sind unser Gegner im Finale. Und im Champions League Halbfinale schlägt Barcelona den FC Bayern mit 4:1 und Manchester City Liverpool mit 3:1 bzw. mit 5:2 und auf der anderen Seite 4:1 halt. Also im Finale treffen dann der FC Barcelona gegen Manchester City, Pep Guardiola auf seine alte Mannschaft. Und dann sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wir bekommen natürlich nochmal Preisgeld obendrauf, so wie es halt immer ist. 2,4 Millionen gibt es in dem Fall. Und ja, an dem Wochenende habe ich mich eher mit den Prognosen beschäftigt. Da kam die Karriere ein bisschen kurz, sage ich mal. Mal gucken, ob ich das in der nächsten Woche dann irgendwie besser hinkriege, also diese Woche eher gesagt. Geht dann natürlich direkt weiter, weil Prognosen jetzt jedes Wochenende, so wie es aussieht. Die nächste Gladbach-Folge kommt dann wahrscheinlich erst am Mittwoch, weil ich nicht weiß, wie es morgen aussieht tatsächlich. Aber naja, so ist es halt. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz zum Abschluss ein paar Dinge durch. Einerseits in der nächsten Folge geht es dann gegen Huesca. Simulieren wir, je nachdem wie es dann in der Meisterschaft so aussieht, werden wir dann das Real Madrid spielen, wenn es möglich ist. Also im Sinne der Meisterschaft, also wenn wir noch die Chance haben, die Meisterschaft zu gewinnen, dann spielen wir das Spiel, wenn nicht, dann nicht. Was wir auf jeden Fall spielen werden, ist das Finale im spanischen Pokal und natürlich das Finale in der Europa League. Und danach gehen wir dann direkt den Saisonabschluss durch, gucken uns nochmal ein paar Ligen an
wenn es dann soweit ist. Und dann war es das dann auch für diese Karriere. Und dann gucken wir uns mal zum Abschluss die Tabelle an. Der FC Barcelona führt 2 Spieltage vor Schluss mit 4 Punkten die Tabelle an. Vor Betis Sevilla, dahinter dann Real Madrid auf der 3, Atletico Madrid auf der 4. Dann haben wir auf Platz 5 den FC Valencia, gefolgt von Real Sociedad. Also die beiden sind da sehr wahrscheinlich in der Europa League vertreten. Getafe dahinter, dann Villarreal, dann Alaves, Levante auf der 10, Real Valladolid auf der 11, Girona auf der 12, Athletic Bilbao auf der 13. Dann haben wir Espanyol Barcelona auf der 14, FC Sevilla auf der 15, punktgleich. Rayo Vallecano auf der 16, Celta Vigo auf der 17. Und auf den letzten 3 Plätzen Leganes, Eibar und Huesca. Der FC Sevilla scheint es tatsächlich noch zu schaffen und den Klassenerhalt zu kriegen. Also das sah ja teilweise in dieser Saison nicht gerade sehr gut aus, was sie da gemacht haben. Aber sie befreien sich da so ein bisschen. Wir haben schon einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Und ich denke, in der nächsten Folge machen die das auch klar. Mit den Worten würde ich dann sagen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn es jetzt nicht das ist oder das gewesen ist, was es eigentlich sein sollte. Aber ja gut, ich habe halt die Zeit nicht. Und ja, ich hoffe, euch hat sie trotzdem gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.